Hi Leute, im Moment haben viele das Problem, dass sie die Übersicht über ihre Finanzen verloren haben. Es gibt einen simplen Trick, den viele nicht drauf kommen. Für diejenigen, die was schon Finanzprofis sind, die werden darüber lächeln, aber es ist einfach und effektiv. Ich habe das aus einem Podcast nochmal gehört gehabt und es ist ein Evergreen, wirklich, das ist immer wieder genutzt. Egal in welcher Lebenslage, ist es sehr nützlich. Ich zeige euch mal meine kleine Geschichte. Ganz simpel. Hier einmal Einnahmen, einmal Ausgaben. Da schreibst du einfach mal deine Einnahmen rein, deine Ausgaben. Dann machst du hier unten eine Summe von beiden. Hier und hier. Und dann die Differenz zwischen die zwei. Kannst du dann rausfinden, was du an Geld zur Verfügung hast. Und so kannst du einfach einen Budgetplan erstellen. Und simpel, die Sachen, die was nicht unbedingt nötig sind, wieder loswerden. Ganz einfach. Das Ding ist ganz einfach, wenn du zu viele Ausgaben hast, dann wirst du zu einem Minusmensch. Mensch, wie der Bodo Schäfer sagen würde. Und Minusmenschen geben mehr aus, als sie einnehmen. Und zwar immer. Plus-Minus-Menschen, auch wieder Bruder Schäfer Art zu reden, haben immer nur wirklich Null. Und wenn was passiert, dann kommen sie gleich ins Minus rein. Wenn du ein Plus-Mensch sein willst, dann solltest du dich wirklich darum kümmern, dass du deine Kosten im Griff hast. Anders hast du noch keine Chance. Besonders nicht jetzt oder in der Krise. Also, ihr Leute, think unique and survive. Benutzt euren Schädel und dann wird es durch die Krise kommen. Und schaut über den Tellerrand. Es ist eine der wichtigsten Regeln von think unique. Bleibt nur gesund und einen schönen Tag euch noch.